Moin, liebe Topfamilie daraus und auch liebe My Little Pony Fans und damit ein herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir machen hier weiter mit einem My Little Pony Video und wir reagieren auf Shorts. Heute sogar insgesamt auf 5. Denn wir reagieren hier auf super peinlich, Haustierprojekt und dann Vertretungslehrerin Celestia. Und dann zum Abschluss auch nochmal zwei Musikvideos. Deutsch sowie Englisch. Letzte Folge gab es dahingehend einen Vergleich. Da haben wir nur so gesehen zwei Videos an sich gesehen. Aber sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es aus. Und um natürlich kein weiteres zu verpassen, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und natürlich freue ich mich wie immer über eure Kommentare, was eure Meinung ist, wenn wir über diese ganzen Specials, über diese Videos hier sprechen. Wie gesagt, ich frage mich, wie das so zeitlich alles einzuordnen ist. Ist das irgendwie jetzt im Anschluss an allen Specials oder ist das irgendwo zwischenzuordnen? Weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, da möchte ich nochmal natürlich einen Shoutout draus geben an alle, die immer kommentieren und natürlich an His Gravity, wo ich eben hier auf diese Videos eben reagiere. Danke für das Zusammenstellen dieser ganzen Playlist. Und dass dadurch, dass, sage ich mal, auch eben diese ganzen Specials eben möglich sind. Ja, also, 5 Videos haben wir jetzt hier zu reagieren und deswegen würde ich sagen, beginnen wir mit super peinlich. Wenn ich so daran denke, was mir super peinlich ist, ich habe schon mal davon erzählt, ich durfte Willy Lemke einen Schal überreichen. Und dann ist er aufgestanden, das wurde mir erzählt, und ich bin einfach weggegangen, nachdem ich ihm einen Schal gegeben habe. Das ist mir dann so gesehen peinlich, wenn manche gesehen haben, wie er aufsteht und mir die Hand geben wollte, und ich als, keine Ahnung, 7 Jahre alter Junge, gehe dann weg. Das ist halt auch einfach irgendwie dann so vom Gefühl 20 Jahre her. Deswegen, so 20, 21 Jahre ist das her. Das ist so für mich vom Gefühl. Ja, also deswegen. Aber mal gucken, was wem hier super peinlich ist. Auf jeden Fall habe ich das dann gesagt. Ach du meine Güte. Oh Seht Gott, euch nur Gravity. Couches Coloratura an. Sie haben ein Bild von ihr veröffentlicht, auf dem sie im Yogakurs umfällt. Wie peinlich. Stellt euch nur mal vor, die ganze Welt könnte euch in eurem peinlichsten Moment sehen. Oh. Ich hoffe, dass du dafür. Geil, jetzt sehen wir die peinlichsten Momente. Und ich so, hey, und dann ist Granny Smith total ausgerastet. Und Big Mac kam aus der Scheune, hielt die Hände über den Kopf und er schlug wie ein Wilder die Fliegen. Das verbrennt. Oh, beide gemeinsam. Oh nein. Sie schießt und... Unangenehm. Ei. Oh. Schreibt gerne in die Kommentare. Ohne jetzt ins Detail zu gehen und ohne, dass ihr euch jetzt in dem Sinne hier euch allen in Anführungszeichen entblößt. Aber was ist eure peinlichste Situation, die ihr mit uns allen teilen wollt? Ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare und die dann zu lesen. Also wie gesagt, das mit Willy Lemke würde ich schon sagen. Und ansonsten, boah, ich überlege gerade, fällt mir noch irgendwas ein? Boah. Fällt mir noch irgendwas ein, was mir immer so super peinlich war? Boah, ich muss jetzt wirklich kurz überlegen. Jetzt denkt ihr so, als ob dir nicht super peinlich war, aber ich sag mal, ja, aber dann erinnere ich mich nicht dran. Also, okay, doch, also zumindest kann ich sagen, doch, ich erinnere mich nur an eine Sache. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja schon sehr lange ja mit Fußball. So,
Und das war, boah, ich weiß nicht wann, aber irgendwann war es so im Englischunterricht und ich war halt sehr verunsichert in meinem Englischen von Aussprachen und so her. Jeder sollte mal ein Referat halten. Und ich habe ein Referat dann über George Best gehalten. Einer Fußballlegende, ist ja verstorben, auch schon. Aber er war ein großartiger Fußballer, hat für Manchester United gespielt. Jedenfalls. Und da habe ich ein Referat drüber gehalten. Und die Fragen hinterher zu beantworten oder die mir gestellt wurden, kein Problem. Aber das Ding ist, dass mir in dem Sinn dann in Anführungszeichen so peinlich war, ist der Fakt, dass ich nicht wie andere, weil ich auf die Karteikarten mal von anderen auch geguckt habe, oh hier, wie machst du das? Die haben da wirklich nur so Stichpunkte gemacht. Ich habe mir wirklich Sätze gemacht und habe mir diese Sätze auswendig gelernt. Und dann habe ich vergessen, einen Satz aufzuschreiben, den ich noch aufschreiben wollte. Und dann habe ich so gestottert, also was heißt gestottert, aber ich habe so den Faden verloren, dass ich dann einmal wirklich beim Referat zu kurz einmal so ein- und ausgeatmet habe und dann weitergemacht habe. Wirklich, das war mir so unangenehm. Oh mein Gott. Ja. Was ist das denn bei Fluttershy? Boah, aber kann ich mir schon vorstellen. Ja. Zum Glück okay. Passiert uns nie so etwas Peinliches, oder Mädel? Nein! Hauptsache gemeinsam zum Glück. Hat ja eine gewisse Komik, wenn wir ehrlich sind. Equestria Girls. Irgendwie finde ich das cool. Haustierprojekt. Fluttershy. Oh. Ja. Wer ist ein braves Mädchen? Fast geschafft, Winona. Winona sieht blitzsauber aus. Und jetzt ist sie bereit fürs Fotoshooting. Fotoshooting? Für den Wohltätigkeitskalender. Damit wollen wir etwas Geld für das Tierheim hier im Ort sammeln. Okay. Alle unsere Haustiere sind darin zu sehen. Oh. Hallo, Spike. Das ist super. Ich würde auch gern was beitragen. Aber ich habe leider kein Haustier. Oh. Möchtest du eins? Nein, nein. Ich wüsste ja nicht mal, was für eins. Oh. Früher, kann ich nur sagen, hatte ich auch Haustiere. Aber mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich für mich sage, selbst wenn ich irgendwann Frau, Kind oder irgendwie so hab, Haustier, bin ich wirklich ehrlich, kommt für mich nicht in Frage. Nicht, weil es um das Thema geht, kümmern. Das ist jetzt eher für mich nicht das Problem. Aber, bin ich ehrlich, Hund habe ich Angst vor. Können wir streichen. Katze ist eher noch das Tier, was ich mir eher zulegen würde. Ansonsten, ich sag mal, finde ich eher Tiere faszinierend. Und liebe es, Tiere zu sehen, solange es eben nicht Hunde sind. Aber ich muss jetzt dafür kein Haustier haben.
So geht's mir zumindest. Oh. Okay, liebe Tierchen, macht euch bereit für unsere Nahaufnahmen. Wartet! Habt ihr vielleicht noch Platz? Du bist doch kein Haustier, Dummchen! Nein, ich habe meine Meinung geändert. Fluttershy, kannst du mir helfen, eins zu finden? Oh. Ich dachte, du würdest nie fragen. Wie geil, beide die Tür gleichzeitig aufgemacht haben und zugegangen. Herzlich willkommen in unserem Tierheim. Oh, ich weiß, hier wird irgendwo das perfekte kleine Haustier auf dich warten, Sunset. Oh, du bist ja so kuschelig. Findest du nicht auch Sunset Schimmer? Nicht für mich. Vielleicht ein Tier mit weniger Fell? Oh, ein Fisch. Ein Kampffisch, der hat kein Fell, sondern stattdessen wunderschöne Flossen. Blop, blop, blop. Keine Ahnung. Ich würde mein Haustier natürlich auch gerne mal halten. Mhm. Oh, ich weiß genau welches. Was ist das, ein Leguan? Oh. Hallöchen, kleines Kerlchen. Oh. Oh. Du bist mir ja vielleicht ein süßer kleiner Sonnenschein. Ich nehme ihn. Oh, nur keine Sorge. Geh ruhig etwas näher zu den anderen, Schatz. Sie werden nicht beißen. Oh. Es ist okay, Ray. Ich passe auf dich Ray. Auf, okay? Versprochen. Oh. Oh, wie schön. Aber das muss, da muss man ja sagen, das ist ja wirklich so, du siehst ein Tier und dann verliebst du dich. Also das muss man ja wirklich sagen. Wenn das so ist, dann weißt du einfach, das ist es. Und das fand ich hier gerade schön irgendwie, weil du hast ja eine Vorstellung. Hm, ich will das Tier halten, aber es soll nicht so irgendwie so pelzig sein oder irgendwie so viel Fell. Und deswegen, das fand ich schön. Das fand ich wirklich schön. Equestria Girls. Jetzt haben wir Vertretungslehrerin Celestia. Okay. Ich bin gespannt. Guten Tag, Schüler. Ich bin für die nächsten Stunden eure Vertretungslehrerin. Oh, ich freue mich auch sehr darüber. Ich bin gern eure Direktorin an der Canterlot High, aber manchmal vermisse ich meine Zeit als Lehrerin. Lasst uns einfach mit Geologie anfangen, in Ordnung? Wer nennt mir drei verschiedene Arten von Gestein? Direktorin Celestia, bitte kommen Sie in die Bibliothek. Ich bin mir sicher, dass das bis nach der Stunde... Es ist dringend. Ich bin gleich wieder zurück, Schüler. Twilight, du trägst so lange die Verantwortung. Oh Gott. Entschuldigt, tut mir leid. Hat Twilight überhaupt was gemacht? Nun, wo waren wir? Ah, ja. Wer nennt mir drei Fälle? Oh, jetzt muss sie wieder weg. Von... Eine klitzekleine Kantinenkrise. Haben Sie einen Moment? Ah, natürlich. Fast 10 Minuten später. Oh. Und dann geht das nicht ab. Na dann, fangen wir einfach nochmal an. Wer kann... Wer kann... mir... drei... Ich bin gleich wieder zurück. Ja, wie sie mit dem Auge zückt. Wer kennt drei verschiedene Arten? Also, wenn wir ehrlich sind, in einer Schule, in Realität, in so einer Schule würde sowas nicht passieren. Ich sag mal, wenn da eine Vertretungslehrerin ist, entweder die macht Unterricht oder lässt Filme gucken. Zumindest war das bei uns auch oft der Fall so. Ich denke bei euch bestimmt auch. Also Vertretungslehrer oder Lehrerin, jedenfalls.
aber nicht so von wegen, es ist die Direktorin und dann wird sie irgendwo hingerufen, kommt zurück. Kantine geht zurück. Anruf geht zurück. Sich kurz um Schüler kümmern, weil die irgendwie Stress machen, geht zurück. Also, das würde nie im Leben genauso passieren. Nie. Oh, kann sich denn nicht Vizedirektorin Luna darum kümmern? Oh, ich komme sofort. Dauert nur einen kleinen Moment. Ich bin zurück und ich bin mir wirklich sicher, dass wir jetzt nicht mehr unterbrochen werden. Ich glaube, da ist keiner mehr. Nun, wer? Tja, sie hatte recht. Wir wurden nicht mehr unterbrochen. Oh, oh Mann. Die Arme. Oh Mann, die Arme. Dachte sie was vor und dann... Equestria Girls. So, meine Lieben. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt hier nochmal zu zwei Videos. Und wieder hier zu dem guten Vergleich. Denn wir reagieren jetzt nochmal hier auf Musikvideos. Eine gute Mischung. Ich bin gespannt. Erst das Deutsche, dann das Englische. Die Geschichte ist bekannt und immer die gleiche. Es wird Zeit, dass sich was ändert daran. Irgendwann muss man im Leben sich mal entscheiden. Ich weiß, heute fange ich gleich damit an. In dem Rhythmus kräftig schütteln, gut gewürzt, umgerührt und die Mischung ist passiert. In dem Rhythmus kräftig schütteln, gut gewürzt, umgerührt, niemand. Wie gefällt die Musik? Schütteln. Nein. Also die Musik gefällt mir zumindest. Und im Hintergrund hörst du dritte, schütteln, dritte, schütteln. Ah, die Schüler von der anderen Schule. Rhythmus, kräftig schütteln. Ist ein Ohrwurm. Ist ein Ohrwurm. Ein Glück sind da nicht Flim und Flamm. Am Ende ist doch. Finde ich geil. Okay, jetzt das Englische. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Jetzt kommt das Englische. Also das Deutsche, ich habe am Anfang erst so gedacht, mal gucken, ob mir das gefällt. Aber so gerade mit der Musik hat mir das gut gefallen. Shake things up. Same old, same old. Same old story, same situation. Ein bisschen tiefer die Stimme. Same old, going out of my mind. I know, life's too short, gotta stand for something. I know how to turn things around. Drop the beat now, shake things up now. Spice it up, stir it up, everybody mix it up. Drop the beat now, shake things up now. Spice it up, stir it up, everybody giddy up. Ja, das Englische. Hier muss man sagen, das Englische. Snap. Clap. Vor allem die Musik ist auch so geil, finde ich. Rock
Und vor allem die Stimme hat auch so eine gewisse Tiefe, was ich geil finde. Also das Englische ist besser. Geil. Also wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich zugeben. Das Englische, muss man sagen, ist schon doch besser. Also beim Deutschen muss man zumindest sagen, es wird besser. Am Anfang denkst du erst so, oh, passt die Stimme irgendwie. Aber dann gerade so ab dem Moment, wenn so der Refrain losgeht bis zum Ende, dann ist es stark im Deutschen. Beim Englischen, gerade diese etwas tiefere Stimme macht es aus. Diese tiefere Stimme, die Musik sowieso, es passt. Ja, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr natürlich zu diesen Specials hier mal auch benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor, ciao. Liebe Topfamilie und My Little Pony Fans da draußen, zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.